bin immer noch unterwegs. Die D-Face Jungs und Mädels sind mal kurz in ein Café gegangen, was trinken. Die sehen wir nachher noch mal wieder. Und ich bin jetzt verabredet mit dem Alex und mit dem Norman. Die sind hier im Humpty Record Store. Da gehen wir jetzt mal rein. Okay, wir sind ja hier in Heidelberg, habt ihr ja mittlerweile gemerkt. Und wie gesagt, wir sind ja im Humpty Record Store. Und in Heidelberg gibt es nicht nur das Mole-Label, sondern auch noch Plastic City. Das Ganze läuft unter Undercover. Das ist so das Hauptlabel, oder wie darf ich das verstehen? Naja, Undercover ist eigentlich nur eine Dachorganisation. Das sind verschiedene Labels, das ist einfach nur eine kreative Basis. Undercover ist eine Independent Company. Ja, wir können machen, was wir wollen. Ja. Das setzt natürlich Kreativität einfach freier und wir haben entsprechend ein paar Strukturen dafür gebastelt. Und Plastic City ist ein deutsches Hauslabel? Plastic City ist ein deutsches Hauslabel. Und das haben wir, da haben wir jetzt praktisch auch wieder, jetzt bricht das neue Zeitalter an, jetzt kommt nach Plastic City Age of Search and Destruction, kommt Plastic City Reconstructed. Wir fangen auch nochmal mit der Katalognummer 0 an. Weil es besser ist. Ja, weil irgendwie man muss ein Zeichen setzen. Es ist die Zeit, wo es wieder etwas, wo man irgendwie wieder mehr Energie freisetzen muss hier und nicht laufen Depot rumhängen, oh, die Clubs machen zu und so, sondern einfach hier, da sind Sachen, da sind gute Leute, gute DJs. Und was wird kommen? Was hört man? Was hört man? Die erste ist Funk Diggers, Mitternacht, die 0. Warum? 0 der Stuhl. Ja. Danach kommt Christy Orr, KD Reconstructed, das ist praktisch die Reconstruction Anthem. Danach kommt Terry LeBron Jr. Auskopplung mit Alter Ego Remixen zum Beispiel. Neue Time Writer, neues Time Writer Album, stehen einige Sachen an, neue Atom aus Japan und so. Okay, ich danke dir schon mal. Und ihr habt es ja schon mal gesehen, da hinten steht schon der Norman, der Terry Lee Brown Jr. Steht da schon in den Startlöchern, gibt es gleich die Plattentipps, also bleibt dran, wir sehen uns gleich. Okay, eben schon mal gesehen, der Norman ist auch hier, besser bekannt als Terry Lee Brown Jr., ne? Ist jetzt richtig? Sehr ordentlich, war richtig. Und er war auch schon mal bei uns im Studio, vielleicht erinnert ihr euch, aber es ist schon weit hinher. Wann war das so in einem Jahr? Das ist genau vor einem Jahr jetzt. Das war das nicht im Sommer? Nee, das war am 5. Januar letztes Jahr. Oh, das weiß ja noch so genau, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was ist denn seitdem passiert? Was steht an, was hast du alles gemacht? Einiges, ich habe einiges released. Mein Hauptding ist natürlich momentan Terry Lee Brown, klar. Und also jetzt dieses Jahr steht einiges an, auflegmäßig. Ich bin viel unterwegs. Amerika, England, Neuseeland jetzt demnächst. Steht einiges an. Und du wohnst auch hier in der Gegend, weil wir müssen mal erklären, warum der Mann eigentlich hier ist. Ne? Und du gehst auch immer hier deine Platten kaufen in diesem Plattenladen. Sicherlich, wie ich das so sehe, oder? Ich gehe öfters hierher, auf jeden Fall. Es ist auch super Plattenladen, Humpty Records hier in Heidelberg. Sehr ordentlich. Und ich wohne in Darmstadt, Heidelberg, das sind 50 Kilometer und ist keine Strecke. Und Undercover ist ja auch hier, beziehungsweise Neckargewöhnt sind die ja. Und bin ich öfters hier. Man muss ja gewisse Gespräche führen, ne? Alles klar. Ja. Okay, ich danke dir schon mal soweit und geht gleich weiter. Also, wenn wir schon mal im Plattenladen sind und ich habe hier neben mir einen DJ stehen, dann finde ich, darf der Norman auch die Plattentipps machen, oder? Ja, würde ich gerne machen, kein Problem. Dann liegt zufällig schon eine Platte da, ganz Norman. Zufälligerweise, ich weiß auch nicht, woher die kommt. Auf jeden Fall ist das die letzte Paper Recordings. Ein sehr ordentliches Label und das ist New Odyssey, heißt die Nummer. Hören wir einfach mal rein. Alles klar. Okay, nächste Platte. Ja. Mikrofone. Passiert natürlich noch viel da. Ich muss doch hier reinsprechen. So, pass auf, folgendermaßen. Jetzt machen wir mal einen klassischen Übergang. So, das ist die neue Christy Orr auf Plastic City. Kommt erst in ein paar Tagen. Ist eine ganz frische Pressung, deswegen steht noch nichts drauf. Aber du kannst ja das hier abfilmen hier vorne auf der Promo. Dass es nochmal alle ablesen können. Und ja, ist eine super geile Nummer. Geht vorwärts und die rennt auch ab, auf jeden Fall. Falls euch wundert, warum es gerade so klingelt. Okay, Norm, was haben wir da als nächstes? Also, das nächste, was wir jetzt hören, ist die David Alvarado. Die habe ich mir in Budapest gekauft. Leider habe ich sie hier nirgendwo finden können. Also, ich meine, ich habe sie, ist okay. Aber trotz alledem ist auf Ultra Tracks und heißt Blue. Und das ist genau mein Style. Supergeil. Thank you.
schön. Das ist was für ein Club. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, machen wir jetzt Feines, jetzt geht's weiter mit. Oh, der 45 ist schlecht. Machen wir mal 33, genau. So, passt das doch schon. Nee, das ist die Bell Boys aus England, Scan Carriers. Und die Nummer heißt, wenn ich nicht alles täusche, Stunner. Und gefällt mir auch gut. Wie es euch gefällt, weiß ich nicht, aber mir gefällt sie gut. So, machen wir gleich weiter. Die laufen ja richtig lang heute, die Platten. So, scheiß Zeitdruck. So, dann finden wir die mal aus, machen wir die auch noch mal rein. Das ist auch wieder eine Plastic City. Wieder eine Promo, wieder eine, die erst wieder kommt. Weil wir sind ja hier bei Neuheiten, ne? Wie man lesen kann, Funk Diggers. Alles klar. Und die heißt ganz einfach Mitternacht. Wird auch abgehen. Heidelberg, jetzt aber vom Gecko, das ist das Inn-Café, habe ich mir sagen lassen. Der Norm und der Alex, die haben mich jetzt hier hin entführt, weil außerdem auf D-Fest noch da drin warten. Erstens und zweitens da auch noch Mol, die Jungs vom Label warten. Erzähl mir doch mal bitte kurz, Alex, was ist das Besondere an dem Laden? Ja, das Gecko ist eigentlich das Café jetzt von den normalen Leuten. Mhm. Die normalen Leute, die haben früher einen Club gemacht und der musste leider schließen. Das war der erste Acid und House Club in Heidelberg, schon Ende der 80er. Und der hat geschlossen, dann gab es dieses schöne Café, sehr schön eingerichtet. Und deshalb gehen wir da auch immer gerne rein. Das machen wir jetzt auch. Bis gleich. Thank you.
trinken, nehme ich mir die Zeit und spreche mit dem Haluk oder Haluk? Haluk. Haluk, ich möchte es auch richtig aussprechen. Du bist der A&R vom Mole-Label. Erklär mir doch bitte mal das Konzept des Labels und warum dieser Name, weil ich kann damit gar nichts anfangen, ehrlich gesagt. Entschuldigung. Okay, da können eine Menge Leute nichts mit anfangen. Der Name an sich, Mole Listening Pearls, sagt schon ein bisschen aus. Es soll eine Verbindung sein aus Retrospektive und Future Sound. Entsprechend sind auch, sag ich mal, die Compilations und so gemischt aus teilweise ein paar Pearls, also Listening Pearls einfach rausgepickt worden sind. Perlen sozusagen. Genau, musikalische Perlen. Ja. Gemischt mit einfach so ein bisschen Zukunftsperlen, wo wir sagen, das ist einfach... Welche Perlen sind denn das so? Also ihr habt ja Compilations gemacht, was sind da für Acts? Hört man da so? Ich kenne die ja leider, ich muss jetzt trotzdem nochmal fragen. Also zum Beispiel auf der Science-Fiction-Jazz-Serie, die wir haben, waren so Sachen drauf wie Nightmares on Wax, Lamb, Kruder Dorfmeister, Incognito in verschiedenen Mixen. Sehr viel unveröffentlichtes Material, was es bisher auf CD eigentlich gar nicht gab. Mhm. Und ja, eigentlich... Und welche Acts gibt es noch bei euch auf dem Label außer D-Face? Außer D-Face eigentlich noch nicht ganz so viele. Wir haben noch das Faust-Projekt. Wir haben unter anderem Noel. Jetzt ein Zukunftsprojekt ist natürlich die Barbara mit ihrem Solo-Album. Dann natürlich Bassface Dasha, sicherlich vielen eher aus der Smoking Drum Maker, also reinem Drum Bass bekannt, wo jetzt auch demnächst ein bisschen jazzigeres Projekt rauskommen wird auf Mole. Ja, und wir sind einfach auch so ein bisschen eh noch im Aufbau und mal gucken, was so alles passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei. Aber es gibt noch mal ein Video. Das schauen wir jetzt. Was genau. Kannst du ansagen? Und zwar ist es von Man Machine Man, auch einem unserer Acts, habe ich übrigens vergessen. Genau, ganz wichtig. Und das Video heißt Funk Corner und ist der Ambient Mix. Wir haben
Happy Birthday Jochen und Brian T. Gefeiert wird am Freitag, den 16. Januar im Future Club in Duisburg. Unter den Gratulanten befinden sich unter anderem diverse Plattenaufleger wie Plank, El Michel, Gordon, Mimo, Dr. Ben und Hans. Hasta la vista. Hausfrau präsentiert Freudenhaus im Nautic Club in Timmendorf am Samstag, den 17. Januar. DJs for Serious Rum Shaking sind Toddy und André Schwarz. Unterstützt werden die beiden von Live Percussion. Unter dem Motto Club Night geht es am Freitag, den 23. Januar im F-House in Bremen feiermäßig zur Sache. Zappeln, bis die Schwester kommt, könnt ihr zu den Klängen von Martin, Lars Nielsen und The Hustler. Hardcore-Fans, aufgepasst! Am Samstag, den 24. Januar, findet im Dietrich-Kreuning-Haus in Dortmund die European Hardcore United CD Release Party statt. Mit dabei sind unter anderem Dark Raver, Gizmo, Robin MC Joe und Hellraver. Live on Stage gibt es Bass D und King Matthew, Euromasters und Cannibal Corpse. Und nochmal Samstag, der 24.01. Luke Slater spielt im Rohstofflager in Zürich. Wer die Schweizer Location noch nicht ausgecheckt hat, sollte sich schleunigst dorthin begeben, denn das Rohstofflager sucht wirklich seinesgleichen.